Viele von uns kennen dieses Problem. Wir haben in einem Semester mehrere Kurse und Seminare belegt und nun ist für die positive Absolvierung eine Seminar- oder Hausarbeit zu schreiben. Dabei kommen wir aber einfach nicht voran und schieben unsere Aufgaben immer weiter vor uns her. Das Wort dafür: Aufschieberitis. Wichtig, die Ursachen für Aufschieberitis sind nicht Faulheit oder fehlendes Wissen. Oftmals haben wir sehr viel Stress und verlieren dadurch unsere Abgaben und To-Dos einfach aus den Augen. Hier nun drei kleine Tipps, wie ihr die Aufschieberitis besiegen könnt. Erstens, nehmt euch nicht zu viel auf einmal vor. Es macht keinen Sinn, an einem Tag, an dem ihr wenig Zeit habt, ein ganzes Kapitel schreiben zu wollen. Plant realistisch und gestaltet euren Zeitplan auch nicht zu straff. Das kann sonst zu Frust und Selbstüberforderung führen. Zweitens, macht euch eine Checkliste. So habt ihr all eure Aufgaben im Blick. Hängt die Checkliste am besten dort auf, wo ihr sie sehr oft seht. Das kann irgendwo auf einer Tür in eurer Wohnung sein, in der Küche oder auch im Kleiderschrank. Es macht auch sehr viel Sinn, eure To-Dos in euren Terminkalender zu integrieren. Also nehmt euch bewusst Zeit für eure Aufgaben. Und nun, zu guter Letzt, die Habit Rule of Half. Es gibt To-Dos, die wir einfach nicht erledigt bekommen. Und hier hilft die Habit Rule of Half. Die Habit Rule of Half funktioniert so, dass wir die scheinbar unerledigbare Aufgabe einfach halbieren. Wenn ihr es also nicht schafft, ein ganzes Kapitel an einem Tag zu schreiben, nehmt euch doch vor, ein Unterkapitel zu schreiben. So habt ihr schon einmal einen Teil der Aufgabe erledigt und könnt mit gutem Gewissen den nächsten Schritt planen. Ich hoffe, diese Tipps haben euch geholfen und ihr könnt die Aufschieberitis nun erfolgreich besiegen. Viel Glück dabei!